Willkommen zurück zu meiner Pokémon Gelben Edition Nuzlocke Challenge. So, Voltaic. Den können wir noch ein bisschen trainieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich brauche Blumen. Kannst du haben. War nicht meins. Nebulak. Nebul. Nebulak. Donnerblitz. Noch ein Nebulak. Und wieder Donnerblitz. Noch ein Nebulak. Pokémon wechseln. Nö. Donnerblitz. Und schwupp und weg. Vollcheck erreicht Level 30. Sehr schön. Doppelkick. Damit haben wir dann eine Kampfattacke. Und ja. Gleiche Attacke soll vergessen werden. Sandwirbel. Damit können wir auch unliebsame Gesteins-Pokémon platt hauen. Boden nicht unbedingt, aber zumindest Gesteins-Pokémon. X-Treffer, den können wir eigentlich so gar nicht gebrauchen. Ja, wenn man seinen Pokémon nicht richtig im Kopf hat. Luma-Ass hier ist immer noch höher. Ja, ziehen wir so weiter. Passt schon. Buh, 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 buh. Irgendwoher kenne ich das schon. Buh, 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 buh. Alpolo? Nein. Nebul, ack. Ack, ack, ack. Donnerblitz. Ach, schade. Kampf- und Normalattacken, keine Wirkung auf Geister. Also nochmal Dönerblitz. Das war Nebulak. Und noch eine. Machen wir genauso weiter. Donnerblitz. Rob. Froschenhals. Quack. Quack, quack. Und tot. Irgendetwas hat mich verlassen. Ja, der Nebulak. Und noch ein wildes Pokémon, was wir nicht fangen dürfen. Schön. Wolchek, hier fliegt. Du bist entkommen. Sonderbonbon, sehr schön. Pokémon wechseln. Ich weiß ja, was als nächstes kommt. Und das müsste eine Aufgabe für Blume sein. Müsste. Nein, ich will das Pokémon. Das meinte ich nicht mit, ich weiß, was als nächstes kommt. Flucht, du bist entkommen. Verschwindet, Eindringlinge! Geist taucht auf. Das Hilfskorb hat den Geist identifiziert. Ein wildes Knorrer. Und ich werde nicht versuchen, es zu fangen, weil es eh nicht funktioniert. Giftpuder. Vergiftet. Kopfnuss. Reicht nicht aus, um unsere Blume endgültig den Rest zu geben. Rein, Hieb. Jawohl, ein Rankenhieb noch, dann haben wir's. Nein, 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 ja, geht doch. Rankenhieb.
So, Blume hat den Geist besiegt. Der Geist war die rastlose Seele von Tragostos Mutter. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits eingekehrt. Wie das Jenseits wohl aussieht, besonders für Pokémon, werden wir es je erfahren? Ach, wobei? Nö, Tausch, Flame. Der nächste darf Flame machen. Nein, nicht das nächste wilde Pokémon. Das meinte ich jetzt nun wirklich nicht. Flucht, du bist entkommen. Bleib stehen. Der alte Knacker wollte sich beschweren, da mussten wir ihm die Leviten lesen. Und jetzt mach dich vom Acker, oder du bekommst eine Menge Ärger. Und zwar mit Lichtgeschwindigkeit. Mauzi. Gut, mit Mauzi als anfängliches Pokémon habe ich jetzt nicht gerechnet. Glutstep. Nochmal Glut. Och nee. Drei statt morgen eine Schmalzkratze. Besiegt. Ach, Bock. Pokémon wechseln, ja. Jetzt darf nochmal Asiel ran. Konfusion. Müsste reichen. Hoffe ich. Nicht? Okay. Psychokinese hätte gereicht. Lohnt sich jetzt aber auch nicht mehr. Das war Arbok. Smogmog. Pokémon wechseln? Ja. Smogmog ist zwar wieder so gemein und könnte explodieren, ist mir jetzt aber fast egal. Glut. Smog. Smogmog. Smog. Und vergiftet, ja danke. Glut. Gift schadet Flame. Tackle. Noch eine Glut. Das könnte eng werden. Schlammbad. Lambert, Smog, Tackle. Damit haben wir drei Attacken schon mal ausgekundschaftet. Asiel. Mach den Rest. Smog. Volltreffer. Schande. Wir gehen auf Nummer sicher. Psychokinese. Safety first. Flame erreicht Level 32. Warte, besiegt Team Rocket. Dafür wirst du büßen. Team Rocket so schnell wie das Licht. Schneller verschwinden können wir nicht. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die umherirrende Seele von Tragostos Mutter zu beruhigen. Knockers Seele kann nun endlich in Frieden in die ewigen Jagdgründe einkehren. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon Clubhaus am Fuße des Turms. Batze, du kannst deinen Pokédex nicht verändern, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Batze erhält eine Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Damit kannst du alle schlafenden Pokémon wecken. Und dadurch, dass wir jetzt die Pokémon-Flöte haben, sparen wir uns auch Aufwecker zu kaufen. Willkommen im Pokémon-Center, wir heilen deine Pokémon. Jawohl, bitte. Ich bitte drum. Dankeschön. Das war mal wieder wundervoll.
Premiere derzeit wieder vorbei. Machen wir. Aber nicht in diesem Part. Zumindest habe ich es nicht vor. Aber das PC wollte ich eigentlich. So, PC von Batze wurde hergestellt. Pokémon-Lagerungssystem. Item-Lagerungssystem, meine Güte. Wie bin ich denn heute drauf? Hypertrank, Silfscorp, das brauchen wir auch nicht mehr. Wurde gelagert. Elixier brauchen wir momentan auch nicht. Aufwecker können wir verkaufen, Nugget können wir verkaufen, X-Treffer können wir verkaufen, Pokeflöte brauchen wir, Sonderbomben können wir einsetzen. Ich weiß noch nicht, wann wir es einsetzen. Ab zum Markt. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Jawohl, Kauf. Na, Verkauf. Oh. Dann war Superbälle, Pokebälle. Ja. Fluchtseil brauchen wir nicht. Weg damit. Ja. Aufwecker brauchen wir auch nicht. Na jetzt, brauchen wir auch nicht. Ja, den Rest können wir behalten. So, jetzt geht's weiter im Text. So, da oben gibt's was. Mein Pokémon wurde in dem Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir diese Themen, ich benötige sie nicht länger. Berzel, CM39. CM39 müsste Sternenschauer sein, die jedes Pokémon trifft. Und zwar zu 100% trifft. Außer Geister-Pokémon. So, und da man schon sieht, hier ist jede Menge Wasser, bringt uns Flame natürlich nicht allzu viel weiter. Volcheck könnte nützlich sein, aber Blume braucht noch ein paar Level. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ist das das? Na dann, let's rock it do it. Goldini gegen Blume. Schnabel könnte es können. Aber wir versuchen es trotzdem mit Rankenhieb. Und reicht, Volltreffer. Quapsel, Pokémonwechsel, nö. Hypnose, kein Wirkung, Rankenhieb und weg damit. Ja, nicht ganz, schade. Zerschneider, Hypnose, danke. Und jetzt treten wir mal den Beweis an. Item. Flöte. Alle schlaffen Pokémon sind aufgewacht. Kopfsel Hypnose. Nein. Ja, wach auf, komm. Los. Alle schlaffen Pokémon sind aufgewacht. Hypnose. Pokeflöte. Hypnose. Nein. Das ist doch nicht lustig. So kriegt man den Bart natürlich auch rum. Hypnose. Nur, dass die Pokémon-Flöte nicht kaputt gehen kann. Und wieder Hypnose. Wenn man nicht auswechseln möchte. Soll ich jetzt mal so lange speeden, bis er keine Hypnose mehr hat?
Oh, keine Wirkung, ist doch mal was. Kriegen wir einen Zerschneider raus? Ist nicht wahr. Auch wenn wir nicht viel in dem Part jetzt geschafft haben, ne? Aber nach dem Part mache ich einen Cut. Also nach dem Kampf. Quapsel und dann noch irgendein Nerv-Pokémon. Wie viele Aufladungen hat Spinose? So, Zerschneider. Endlich! Heilige Mutter! Nolini, Pokémon wechseln, nein! Rankenhieb. Reicht nicht, Schnabel. Sehr effektiv, ja, war mir klar, Zerschneider. Heilige Mutter. Blume erreicht Level 28. Batze besiegt Angler. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Ja, so ein Stückchen laufen wir noch. Da könnten wir auch rüber surfen. Kein Trainer. Da ist einer. Ach, den nehmen wir jetzt noch mit. Wir gehen bis zum Relaxo. Und da machen wir den Cut. Hört sich, finde ich, fast nach einem Plan an. Und wenn wir wieder an 20 Minuten kommen, das ist mir jetzt auch egal. Nicht sehr effektiv, weil Pflanze, ja, Wasser, Gift. Da hätte ich auch dran denken können. Volcheck. Aquaknarre. Bringt dich aber auch nie wie weiter. Zack. Das war Tentacha. Goldini möchte ich wechseln, ja. Ich möchte einfach Blume trainieren. Volcheck, der kriegt nachher genug Level. Den muss ich eh trainieren. Und wenn ich das offscreen mache, das ist mir egal. Die nächste Arena, die wir vor der Nase haben, ist nämlich schon vom Level her wieder ein ganz anderes Kaliber. Und die Arena, die danach kommt, die ist einfach nur der blanke Graus. Und zwar ernsthaft der blanke Graus. Inklusive die ganze Vorstory. Noch ein Trainer. Nehmen wir auch noch mit. Goldini. Blume. Rankenhieb. Ah, noch ein Rankenhieb. Passt. Das war Spitze. Pizza macht Pizza, noch ein Trainer. Wir knacken die 20 Minuten. Wopsel. Woran erinnert uns das? Richtig. Nervenaufreibende Kämpfe. So, und weg ist es. Das kleine. Nein, ich spreche es jetzt nicht aus. Muschas wechseln, nö. Das kriegen wir auch klein. Wobei, es ist schon klein, aber wir kriegen es besiegt. Noch ein Goldini, Pokémon wechseln, nö. Frankenhieb. Hat ausgereicht. Seeper, Pokémon wechseln, nö. Ekelsam. Seeper, dann kommt Seemon. Beides keine ernstzunehmenden Gegner, finde ich zumindest.
Und die darauffolgende Entwicklung gibt es in der Edition nicht. Sedra King. Wasserdrache. Ja, wirklich was an KP verlieren tun wir dadurch nicht. Was besiegt Angler? Das war wahrlich kein Zuckerschleck. Oh. Fand ich jetzt schon, aber okay. Mag jeder anders sehen. So, und da ist dieses Relaxo. An diesem Part machen wir jetzt den Cut. Ich hoffe, ihr guckt euch den nächsten Part von Pokémon Gelb Edition Nuzlocke Challenge auch an. Und ich werde ab dem nächsten Part an irgendeiner Stelle vom Video einen kleinen Link reinhauen, der dann zu einem kleinen Special führt. Und erst wenn das Let's Play hier durch ist, werde ich die Playlist bzw. die Videos auf öffentlich schalten. Also falls ihr nicht warten möchtet, guckt euch die Videos an, achtet auf die Links, die im Video versteckt sind und klickt einfach drauf. Also bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Pokémon Gelb Edition Nuzlocke Challenge.